5er hin. So, ich guck's gleich nochmal nach, ob dem wirklich so ist, ob meine Markierung jetzt stimmt, aber ich glaube schon, es ist bloß am Ende die Spitzhacke kaputt gegangen oder was. Also Creeper ist explodiert daran. Erinnere ich mich noch an von wegen. Es hatte zu Recht nur eine Dead-End-Markierung, aber war noch nicht abgegrast. Also jedenfalls nicht in Gänze. Ah, ich glaube, hier hatten wir echt das Problem mit der Spitzhacke, dass hier Rufer kaputt gegangen ist. Wie in diesem Seitenarm so viel gefunden haben. Tja, außerdem wäre noch die Frage, ob ich denn auch etwas anderes machen sollte. Also auch mal Themen abgrasen oder so. Also man könnte ja auch mal über Dinge reden hier. Geburtsvorbereitungskurse zum Beispiel sind immer wieder ein beliebtes Thema. Oder Windeln wechseln. Zudem bald mehr. Zu jenem, diesem oder einem anderen Fakt. Ja, jetzt ist abgefarmt hier. Ist die Farm vorbei. Ach, das reiß ich noch aus. Ich mag es ja immer nicht, wenn es so hoch und dann wieder runter und dann wieder hoch geht. Das ist total doof. Tja, aber jetzt habe ich mich schon wieder selbst unterbrochen und abgelenkt. Aber die Frage bleibt halt, soll ich hier so Themen durchquatschen? Weil ich könnte mir ja mal so die Mühe machen und Themen aufbereiten, wie ich hier so euch referiere. Aktuell könnte ich zum Beispiel berichten, wenn ihr aus Ostdeutschland seid, also aus der ehemaligen, ne? So, also aus den neuen Bundesländern. Ach, es klingt alles so falsch. Aber wenn ihr da hier seid, dann seid ihr wahrscheinlich jung, weil ihr dieses Let's Play guckt. Also höchstwahrscheinlich. Wenn ihr es nicht seid, fühlt euch persönlich angesprochen. Ansonsten fragt mal eure Eltern, das würde mich interessieren. Weil ich habe vor kurzem in der Nacht, wie es halt immer so ist, ne? Es ist Nacht, man kann nicht schlafen. Was macht man? Man macht mal die Glotze an. Und wenn man das nachts tut, sollte man tunlichst nicht auf den Privatsendern landen. Weil da gibt es dann meistens Wiederholungen von Wiederholungen. Oder wenn man ganz großes Pech hat und den ganz falschen Sender wählt, Frauentausch oder so, ne? Bauer sucht Kuh. Ach, weiß ich nicht. Also ein Krempel. Ich empfehle für nächtliches Fernsehen einschalten die öffentlich-rechtlichen, respektive empfehle ich Phoenix oder auch D-Max. D-Max ist auch okay, nur die halbe Stunde ruf mich an Werbung nervt ein bisschen dazwischen. Wäre besser, wenn sie es auf ein Minimum beschränken würden, aber sie sind nun so fast die Letzten, die im deutschen Fernsehen das anbieten. Von daher, wo sollen denn die Anbieter der Sex-Hotlines auch noch hingehen? Also bleibt ja fast noch, nur noch die ARD, kurz vor der Tagesschau. Und da könnten sie jetzt nicht so gut rumstehen, glaube ich. Also ich glaube, das würde doch einige desorientieren, so kurz vor der Tagesschau. Das wäre das falsche Signal, glaube ich, für die nachfolgende Sendung. Und deswegen bleibt ihnen ja nicht viel außer D-Max in der Nacht. Und es ist halt, ach ja, ich finde es halt schade. Weil dadurch kann man halt dann nachts, wenn man mal da, also da machen sie mal Marathone von irgendwas, von irgendwelchen Sendungen. Und hin und wieder gibt es ja auch gute Sendungen da, ne? Das ist Survival Duo oder also ein Krempel, finde ich halt echt kurzweilig. Irgendwie den Hippie und den Army Man. Auf jeden Fall, es wäre günstiger, dann die Öffentlich-Rechtlichen einzuschalten, weil da hat man dann auch weniger Porno-Werbung in der Mitte. Man kann sich einfach mal so eine Sendung reinziehen. Meistens gibt es ja auch dann nachts irgendwas Interessantes, bei Phoenix meistens auch. In Themenabenden organisiert, soll heißen, ich hatte, was war es, historische Ereignisse, nannte sich der Obertitel. Und da ging es im Endeffekt mehrere Stunden nur um radiofreies Europa. Radiofreies Europa. War echt interessant. Kannte ich nicht bislang. Ich komme ja aus Berlin, aber aus dem Westteil der Stadt. Von daher, also RIAS kennt man oder SFB Senderfreies Berlin und sowas. Das kannte man hier. Aber radiofreies Europa war mir jetzt echt kein Begriff. Aus der Zeit. Und könnt ihr auch mal drauf googeln. Also ich habe es jetzt nicht hundertprozentig, ich habe es nur einmal gesehen, ich habe es nicht recherchiert oder so,
Abweichungen vom Original sind durchaus beabsichtigt oder beziehungsweise unbeabsichtigt. Von daher, wenn ihr wirklich was wissen wollt, informiert euch selber und glaubt mir nicht allen Quatsch, den ich euch hier das gleiche erzählen werde. Auf jeden Fall war dieser Sender stationiert in Deutschland, betrieben am Anfang von der CIA. Später dann ja aus öffentlichen Quellen beziehungsweise aus Spendengeldern finanziert. Und sie hatten sich zum Auftrag gemacht, zum einen halt die Ostblock-Staaten mit Informationen, halt freien Informationen zu versorgen. Also wirklich mal Nachrichten dorthin zu bringen und nicht nur Propaganda. An sich ein sehr lobenswerter Ansatz. Und das Zweite, was sie gemacht hatten, um sich halt einen Nachrichtenüberblick zu verschaffen, haben sie sich ganz viele Leute geholt, die geflitzt sind aus den unterschiedlichsten Regionen des ehemaligen Ostblocks, um dort halt an Übersetzer zu kommen. Also an Leute, die die Sprache im Original sprechen. Oh, ist hier viel Eisen. Und mit diesen halt dann die Sendungen oder die Nachrichten, die aus der Region kommen, zu übersetzen, einzuordnen und so weiter, um die Propaganda von der Information zu trennen. Von daher waren sie führend in Europa oder auch auf der ganzen Welt für den Ostblock und alles, was da so vor sich ging. Und es war quasi unter Androhung von Strafen verboten, diesen Sender zu hören, weil es passte den Machthabenden zu jener Zeit gar nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage ist, kennt ihr es? Kennen das vielleicht eure Eltern? Weil jetzt sind wir so grob geschätzt 25 Jahre nach dem Zusammenbruch des Gesamtsystems. Also je nach Land, ne, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Für Deutschland sind es jetzt gerade mal 12. Aber in Polen und so weiter ging es ja ein bisschen früher los. Ich glaube, die 15 hat noch keiner. 12. Danke, Gehirn. 22. Yeah. 22. Also nicht 25, sondern 22. Das war das, was ich sagen wollte. Sieht ihr? Deswegen solltet ihr selber googeln. Vor allem, wenn ich hier mitten in der Nacht noch aufnehme. Dann bin ich auch nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Und die Frage ist, habt ihr das gehört? Kanntet ihr das? Oder ist das jetzt mehr so ein Ding, was wirklich denn richtig im Ostblock gehört wurde und gar nicht so sehr in der DDR? Das kann halt auch sein, das weiß ich halt nicht. Ich habe selber Schwiegereltern noch nicht gefragt, wer es noch nicht weiß. Meine Frau kommt aus Thüringen, respektive aus den neuen Bundesländern. Von daher, sie habe ich schon gefragt und sie kannte es jetzt nicht. Was jetzt auch nicht so verwunderlich ist, weil als das Ganze so vorbei war, kam sie gerade in die Grundschule. Tja. So ist das. Auf jeden Fall ist dann die Frage an euch, kanntet ihr das oder vielleicht mal einen Onkel, eine Tante fragen oder so. Würde mich einfach mal nur interessieren und antworten wie gewohnt in die Kommentare. Oder vielleicht auch einer aus von der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Vielleicht kannte es ja da auch der eine oder andere. Weil es gab mal eine relativ berühmte Show mit Rockmusik dort. Von, oh mein Gott, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Einem Tschechen? Uiuiuiui. Ich habe es vergessen. Also die hatten da auch alle Decknamen, weil halt das andere System, also das Ostsystem, mochte die nicht so wirklich und hat die gerne umgebracht und so weiter. Deswegen haben die da alle nur mit Pseudonymen gearbeitet. Und ein Typ halt, ich glaube, war ein Tscheche, der machte halt einfach nur Rockmusik. Weil er meinte, es muss auch ein bisschen unterhalten werden. Man kann jetzt nicht nur immer Nachrichten senden. Es geht ja auch darum, die Kultur, das Lebensgefühl des anderen Systems mal über den eisernen Vorhang hinweg zu transportieren. Und war damit sehr erfolgreich und erreichte vor allem die Jugend und politisierte sie darüber. Weil wer schon einmal Rockmusik auf einem Sender hört, der schaltet dann auch nicht weg, wenn es vielleicht mal um, keine Ahnung, Tschernobyl oder so geht, ne? Weil das war wohl auch eine der großen... Oh ja, da unten gibt's Holz.
eine der großen Sternstunden dieses Senders. Wo bin ich denn jetzt hingerannt? Also hier war ich definitiv noch nicht. Hier hatte ich mir eine Brücke gebaut. Genau, weil da geht's nicht weit. Hatte ich jetzt, warte mal. Muss ich nochmal gucken. Wo geht's hier hin? Ist ein Dead End oder war das irgendwas? Jetzt habe ich ganz meine Markierung vergessen wegen der ganzen Laberei. Tja. Auf jeden Fall, ja, so war das damals oder ist es auch noch heute, ne? Und die spannende Frage wäre halt, wer kannte es schon damals oder wer hat davon überhaupt schon mal gehört? Für mich war der ganze Themenkomplex neu, also dass es dieses Radio halt gab, das wusste ich nicht. War mir vorher nicht untergekommen und war doch spannend. Also ich glaube, ich habe jetzt von den 3 Stunden nicht alles gesehen, aber ich glaube, 2 Stunden, also anderthalb habe ich davor gehangen und fand es echt mal spannend, weil sie halt viele Interviews mit den ehemaligen Redakteuren und so weiter hatten, die dann halt aus dem Nähkästchen geplaudert haben, wie man immer so schön sagt. So, also hier ist alles abgefahren, gegrast, abgegrast. Zurück würde es hier gehen und es muss ja noch ein anderes zurückgeben. Wo das auch immer lag, weil ich bin ja hier schon mal hingekommen. Aber wahrscheinlich von hier unten, so wie das aussieht. Ich bin da hochgegraben. Und hier ist jetzt auch nicht so sonderlich viel Licht. Ist alles noch ziemlich dunkel. Ja, Mine haben wir ja auch noch mit drin. Genau. So, jetzt können wir erstmal hier dicht machen. Erstmal dicht machen hier. Das hier brauchen wir nicht zwingend. The water within is not zwingend erforderlich. So. Ja, so viel zu meinem Ausflug in ein Thema, was mir so spontan mal eingefallen ist, weil ich es vor kurzem selber gesehen habe. Und das wäre so die Frage, die sich an euch stellt. Natürlich gucken, dass ich es nachher beim Schneiden auch möglichst zusammenhalte, diesen Dialog oder diesen Monolog. Diesen Dialog, ja. Als ob hier jemand mit mir reden würde. Ha! Unglaublich, unglaublich! Ah ja, da drunter ist schon der nächste Minenschacht. Aufgetaucht. Wieder hier. Hm. So. So langsam wird es spannender und interessanter. Ne? Also wir haben hier vorne schon relativ viel abgefarmt. Also das, was ich eigentlich heute wieder sammeln wollte, habe ich wieder nicht erreicht. Aber wir haben noch ordentliche Menge Eisen. Also eine ordentliche Menge an Eisen inzwischen wieder zusammen. Was mich doch ansatzweise freut und glücklich stimmt. Und ja, Diamanten zu finden ist mal cooler, aber sind wir mal ehrlich, den restlichen Scheiß brauchen wir auch. Und wenn das hier einfach so rumliegt, nehmen wir es doch einfach mal mit. Nö. So. Diesen Block nochmal weg. So, dann können wir hier nämlich nochmal das machen. Und damit haben wir hier so einen richtigen Abstieg ins Minensystem. Und hier geht's auch noch weiter. Siehst du, meine Fackeln sind bald schon wieder aus. Ach, verdammt. Na toll. Hey! Die Witzka!